Hallo, heute geht's los mit dem Awakening bzw. Dem Animieren. Das heißt, wir werden hier solche Knochen einfügen oder Gliederteile und werden dann eben Objekte, die wir damit verbinden, eben zum Bewegen bringen. Wie gesagt, erstmal nur die Grundlagen, ein schneller Einstieg, aber wir werden tatsächlich schon eine richtige Bewegung erzeugen und die kann dann zum Beispiel so aussehen. Das heißt, ich lasse erstmal das komplette Ding ein bisschen hin und her schwingen und dann nur das letzte Glied, also den Stachel sozusagen oder die Fingerkurbel, je nachdem, um eben auch mal zu zeigen, dass das auf jedes einzelne Teil eben angewandt werden kann. Wie gesagt, hier einfach nur ein länglichen Würfel, den ich einfach lang gezogen habe und da habe ich mal die drei Teile reingelegt. Und ja, also eigentlich relativ einfache Geschichte und das werden wir jetzt zusammen mal machen und das innerhalb weniger Minuten. Wir machen ein neues Objekt und werden mal mit S und Z diesen Würfel ein bisschen lang ziehen. Die Sachen hier können wir ja löschen, das Licht und die Kamera brauchen wir nicht. Und jetzt schiebe ich das mal ein bisschen, den Würfel mal ein bisschen zur Seite oder den ehemaligen Würfel sozusagen, damit wir hier ein bisschen Platz haben. Okay, wir drücken mal Shift und A und werden auf Armature uns den ersten Knochen, wie gesagt, hinzufügen. Und das ist jetzt im Prinzip schon so ein Gelenkteil. Den können wir jetzt mit S schon skalieren. Damit könnt ihr schon alles machen, was ihr wollt. Und wenn wir in den Bearbeitungsmodus gehen und hier mal draufklicken, Rechtsklick, Unterteilen, können wir den auch schon vervielfältigen. Das heißt, klassischerweise, wenn ihr zum Beispiel einen Finger machen wollt, haben wir ja drei Knochen oder ihr wollt eine Kette machen, ein Pendel, irgendetwas, was sich bewegt. Da kann man dann so viele Glieder einfügen, wie man eben möchte. Das alles könnt ihr, wie gesagt, wieder mit S skalieren. Ihr könnt auch die einzelnen Teile skalieren oder mit G langziehen. Je nachdem, wie ihr das eben wollt und könnt das auch schon hin und her bewegen und alles Mögliche. Also wie gesagt, hier die ganz normalen Standardbefehle, wie ihr eben ganz normale Objekte eben auch bearbeitet. So, wir gehen mal wieder in den Objektmodus und jetzt müssen wir natürlich diese Gliederkette auch in unser Objekt reinschieben, da das natürlich in dem Sinne der Knochen sein soll. Deswegen markieren wir das mal, drücken mal G und X und schieben das einfach mal rüber und lassen das Ding hier einfach mal in unserem Körper drinne verschwinden. Wir können natürlich auch generell mit dem Drahtmodus hier oben arbeiten, damit man das eben ein bisschen besser sieht. So, jetzt werden wir diese mal verbinden. Das heißt, wir wählen uns mal die aus. Das heißt, erfahrungsgemäß ist es manchmal ein Vorteil, wenn wir erst einmal das Objekt auswählen und dann die Gliederkette. Sonst habe ich persönlich schon die Erfahrung gemacht, dass es dann zu Problemen kommen kann. Also erst das Objekt wählen, dann die Gliederkette. Jetzt gehen wir hier oben mal auf Objekt. Und jetzt können wir hier bei Elternteil hier mal eine Option wählen. Das heißt, wir werden das jetzt zusammenfügen, und zwar mit automatischer Gewichtung oder mit umhüllender Gewichtung. Das hat den Unterschied, dass der Körper, also das Objekt, sich bei dem einen mitverformt in den Gelenkbereichen. Also der Querschnitt verdreht sich oder schert sich ein bisschen ab und bei dem anderen von beiden eben nicht. Hier bleibt also der Querschnitt an und für sich gleich. Das kommt natürlich jetzt darauf an, was ihr machen wollt. Habt ihr zum Beispiel einen Roboterarm, der natürlich aus Metall oder Kunststoff ist, der verformt sich natürlich nicht. Hier war natürlich eine Möglichkeit. Die andere wäre zum Beispiel, wenn ihr einen Finger habt oder einen Gummischlauch, wenn ihr den um die Ecke biegt, verformt er sich natürlich. Also hier wäre natürlich die andere Möglichkeit von beiden dann von Vorteil. Das müsst ihr einfach mal selber ausprobieren. Ich gehe jetzt mal auf automatische Gewichtung. So. Wir müssen jetzt natürlich noch das Objekt hier unterteilen, damit wir eben das Objekt auch hier an den Stellen ungefähr teilen, wo sich die Glieder oder die Gliedgelenke eben befinden. Dazu gehen wir mal in den Bearbeitungsmodus, drücken mal Steuerung und R und können dann mit dem Mausrad, das haben wir ja alles schon behandelt, diese Linien, also diese Loop Frames, Cut Loop Frames erzeugen. Das können wir mit der linken Maustaste die hin und her schieben und
Wenn das dann so passt, könnt ihr dann mit der rechten Maustaste eben OK drücken oder er schiebt ihn noch einzeln ein bisschen hin und her. Wie gesagt, das ist ja alles möglich. Jetzt gehen wir mal wieder in den Objektmodus und haben das, wie gesagt, zusammengefügt. Und wenn hier oben Skelett steht, dann wisst ihr schon mal, dass ihr in dem Sinne alles richtig gemacht habt. So, und jetzt können wir mal in den Posenmodus gehen wieder. Und hier können wir jetzt im Prinzip unsere Glieder bewegen, wie wir das eben wollen, mit G zum Beispiel. Und sehen, dass sich eben dieses ja, das Objekt eben mitbewegt und eben auch in den Schnittpunkten hier, wo wir eben diese Loop Frames oder Loop Cut Frames erzeugt haben, eben auch mitbewegen. Und somit kann man eben ganz einfach dann solche Bewegungen eben erzeugen. Und hier dieser Querschnitt hier, was ich eben gemeint habe, in dem Fall verformt er sich eben nicht. Hättet ihr jetzt die andere Möglichkeit beim Zusammenfügen genommen, würde er sich eben sehr verbiegen. Hier zum Beispiel jetzt, wenn wir uns das bewegen. Das zum Beispiel, wenn ihr jetzt zum Beispiel wirklich ein sehr weiches Objekt habt, ein Gartenschlauch zum Beispiel. Ja. Und im Prinzip könnt ihr jetzt eben eure Bewegung sozusagen erzeugen. Biegen wir das jetzt zum Beispiel mal rum und gehen jetzt mal hier zurück in der Timeline. Ich lasse das jetzt mal standardmäßig alles. Wir wählen das mal alles aus, drücken mal Rechtsklick, Schlüsselbild einfügen. Und jetzt müsst ihr hier auswählen, was ihr gemacht habt. Positionieren und rotieren zum Beispiel. Kommt mal eine Fehlermeldung, zum Beispiel, also so ein kleines Kästchen mit einer Fehlermeldung, dann müsst ihr einfach das nochmal probieren. Keyframe einfügen und mal was anderes klicken, zum Beispiel nur rotieren oder irgendetwas. So, wenn wir jetzt zum Beispiel hier hingehen und sagen, okay, ich möchte das jetzt hier ja, an dieser Stelle in diese Richtung gebogen haben, können wir ja zum Beispiel auch einen Keyframe einsetzen, Rechtsklick, Schlüsselbild einfügen, positionieren und rotieren. Und wenn wir jetzt mal zurückgehen, sehen wir, dass wir schon ganz einfach so eine Bewegung erzeugt haben. So, und wollen wir jetzt zum Beispiel weitermachen, dass wir hier hinten jetzt zum Beispiel nur das vordere Teil jetzt bewegt haben, dann drehen wir das eben nochmal zurück. Keine Ahnung, der Roboter positioniert sich, der Schweißroboter, der Laserroboter positioniert sich oder irgendwas, keine Ahnung. Rechtsklick, positionieren und rotieren. Jetzt gehen wir mal ganz zurück und lassen das einfach mal ablaufen und sehen, dass das ja doch schon relativ gut aussieht. Und genauso wie wir das gesagt haben, erst bewegen wir den ganzen Arm, den ganzen Stachel, den ganzen Finger und dann eben nur das vordere Teil, weil wir eben hier hinten diesen Keyframe noch eingesetzt haben. Und schon haben wir hier eine ganz tolle Bewegung und damit kann man, denke ich, schon relativ viel machen. Und für die paar Minuten, was es jetzt gedauert hat, denke ich, haben wir doch schon wieder ganz schön was dazugelernt. So, ich würde es jetzt erstmal dabei belassen und ja, danke erstmal fürs Zuschauen.